Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor 6 Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser Meditation. Aus gegebenen Anlass, weil ich selbst gerade so viel im Kopf bin, es so viel zu organisieren gibt und ich sehr, sehr oft jetzt im Stressmodus war, fand ich es sehr passend, eine Meditation zum Thema zu machen, wo du endlich rauskommst aus deinem Gedankenchaos, wo du unnötige Gedanken loslassen kannst und deine innere Mitte spürst. Mach dich jetzt also bereit für diese Meditation. Achte darauf, dass du natürlich ungestört bist und du dich absolut auf diese energetische Reise einlassen kannst. Und es ist egal, wie viele To-dos du noch heute zu erledigen hast oder was du heute schon alles getan hast. In diesem Moment bist du wichtig. Und es ist sehr schön, dass du hier bist. Finde einen Sitz, der für dich bequem ist. Du kannst auf dem Boden sitzen, leicht erhöht, damit dein Becken sich aufrichten kann. Oder du sitzt auf einem Stuhl mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Oder auch bequem angelehnt auf der Couch. Du spürst, welcher Sitz sich für dich gut anfühlt. Und dann schließe sanft deine Augen. Damit richtest du deine Aufmerksamkeit nach innen. Und ich möchte, dass du heute auch die Stille zwischen meinen Worten wahrnimmst. Schenke auch den Pausen deine Aufmerksamkeit. Nimm jetzt bewusst einen tiefen Atemzug. Und erlaube dir mit der Ausatmung noch tiefer in deinen Sitz sinken zu dürfen. Mit jeder Ausatmung lässt du dich mehr auf diese Entspannung ein. Du lässt deine Schultern ein bisschen sinken. Du entspannst deine Stirn, dein Kiefer, auch dein Mund darf ganz locker sein. Mit jeder Ausatmung sinkt dein Körper immer ein Stückchen mehr in eine Entspannung.
mach dir bewusst, dass du heute in dieser Meditation nichts erreichen musst. Dein Kopf muss auch nicht leer werden, sondern vielmehr wirst du zum Beobachter. Du darfst dich zurücklehnen und deine Gedanken, Gefühle und anwachsende Entspannung beobachten. Und ich frage nun dein Unterbewusstsein, ob du bereit bist, heute loszulassen und zu entspannen. Es kann sein, dass dein Körper mit einem warmen Gefühl, mit einem Kribbeln oder Zucken antwortet, oder du ein klares Ja im Kopf hast. Wenn du also bereit bist zu entspannen, dann zähle ich jetzt von 5 runter bis zur 1. Und bei der 1 angekommen, bist du an einem Ort in dir, wo deine Gedanken vielleicht da sind, du sie aber beobachtest und dich nicht mehr mit ihnen identifizierst. An diesem Ort wirst du frei sein. An diesem Ort wartet innerer Frieden und deine innere Mitte auf dich. Mit jeder Zahl, die ich runterzähle, entspannst du immer mehr. 5. Du lässt dich mit der nächsten Ausatmung noch tiefer sinken in eine erholsame Entspannung. Vier. Du achtest auch auf die Pausen zwischen den Worten und bemerkst, wie die Entspannung sich in deinem Körper ausbreitet. 3. Die Entspannung wächst in dir, weil du deinen inneren Frieden finden willst. 2. Du bist sicher und fühlst dich immer entspannter. 1. Du bist fokussiert, nach innen gerichtet und spürst eine Wärme in dir. 2. Stell dir vor, du sitzt auf einer weiten Fläche mitten in der Natur. Es ist angenehm warm
um dich herum weht ein sanfter Wind. Du kannst spüren, wie der Wind leicht durch dein Haar weht. Der Wind darf regelrecht durch deinen Kopf wehen und er nimmt unnötige Gedanken mit sich. Du musst auch gar nicht wissen, was er mitnimmt, denn dieser Wind nimmt ausschließlich Gedanken mit, die dir nicht gut tun. Darauf kannst du vertrauen. Der Wind ist vorsichtig und leicht und bringt dir Frieden mit sich. Es kehrt also immer mehr Ruhe in dich ein. Und der Wind weht fleißig weiter. Er weht auch deine Arme entlang, über deinen gesamten Oberkörper. Der Wind erreinigt dich von außen und weht bis in deine Zellen hinein. Er trägt auch Gedanken aus deinen Zellen raus. Ganz sanft. Kaum zu spüren, aber sorgsam nimmt er aus deinen Hautzellen die schlechten Gefühle und Gedanken mit sich. Du atmest noch einmal genussvoll und tief ein. Spür mal, wie diese Leichtigkeit sich in dir ausbreitet. Und der Wind weht weiter über deine Beine, bis runter über deine Füße, überall hin. Der Wind ist ganz aufmerksam und reinigt deine Zellen überall von negativen Gedanken und Gefühlen. Der Wind macht seine Arbeit auch ohne dich und du lenkst jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen Bauch. Auf den Punkt oberhalb deines Bauchnabels und unter deinem Herzen. Spüre in den warmen Punkt deiner Körpermitte hinein und lege für einen Moment lang eine oder beide Hände auf diese Stelle. Atme.
atme in diese Körpermitte hinein. Unter deinen Händen wächst eine zarte Knospe. Und du schenkst dieser jungen Blüte jetzt Energie und Wärme mit all deiner Aufmerksamkeit. Mit jedem Atemzug öffnet sich die Blüte immer ein bisschen mehr. Ganz langsam und behutsam. Du kannst deine Hände auch wieder runternehmen. Und spür ganz intuitiv in diese Stelle hinein. Wie könnte diese Blüte denn aussehen, die sich da in deiner inneren Mitte öffnet? Die Blüte ist nur noch für ein paar Momente lang offen. Und für diese paar Momente schenkst du ihr jetzt deine vollkommene Aufmerksamkeit. Schicke ihr Liebe, Achtsamkeit und Dankbarkeit. Somit lädst du deine innere Mitte mit neuer und positiver Energie auf. Und die Blüte wird immer prachtvoller und ihre Farben kräftiger. Atme immer noch ein bisschen intensiver in deine innere Mitte. Und wenn deine Blüte aufgetankt ist, verschließt sie sich wieder, als wenn sie jetzt Nachtruhe hat. Sie behält all die neue Kraft in sich und speichert sie in sich ab. Mit all ihrer neuen, kraftvollen Energie vereint sie sich jetzt mit deinem Körper und breitet ihre heilsame Kraft jetzt in deinem Bauch aus. Von da aus fließt jetzt ganz viel Ruhe und Klarheit in dein Körper.
Atme noch ein paar Mal tief in deine innere Mitte hinein. Und genieß die neu gewonnene Kraft. Ich zähle jetzt von 1 hoch bis zur 5. Und bei der 5 angekommen, gehst du mit neu gewonnener Gelassenheit und einer Ausgewogenheit ins Hier und jetzt zurück. 1. Die Blüte hat sich mit deinem Körper vereint. Du bist in deiner inneren Mitte angekommen. Der Wind hat all deine negativen Gedanken und Gefühle von dir weggeweht. 2. Du spürst diese Leichtigkeit, Klarheit und fühlst dich gereinigt. 3. Du spürst deinen Körper jetzt wieder deutlicher. Richte deine Aufmerksamkeit auch auf das Gefühl deiner Kleidung auf deiner Haut. 4. Dein Körper darf sich auch schon langsam wieder bewegen. Fange an, Finger und Zehen zu bewegen. Kreise deine Hände und tu das, was dein Körper jetzt braucht, um wach zu werden. 5. Lege zum Schluss eine Hand auf deine Körpermitte. Nimm den Raum wahr, in dem du bist und öffne deine Augen. 5. Du bist jetzt wieder im Hier und Jetzt und kannst jetzt in deiner inneren Mitte ganz friedlich weiter deinen Aufgaben nachkommen.